Einen schönen guten Tag zusammen. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Die Lüfter von meinem Quattro, die laufen alle schon. Das Ding rödelt ganz schön, beziehungsweise kühlt. Von der 230 Volt Seite her nimmt es sich natürlich von der Einspeisanlage Strom und lädt natürlich damit auch noch meine Batterien. So sieht das Ganze aus. Sind bei 86% und laden gerade mit 3300 Watt. Aus Stromverbrauch sind wir jetzt gerade bei 500 Watt. Ja, in circa einer Stunde sind die Batterien ungefähr voll. Auch die Laderegler arbeiten hier, alle 3 Stück. Können wir gleich mal die Temperaturen messen. So, der eine Laderegler hat 41 Grad. Da oben drüber sind wir bei ca. 33, 34 Grad. Und der andere hat 31 bzw. 28 Grad. An den Geräten sind immer unterschiedliche Platten auch angeschlossen mit unterschiedlichen Leistungen. Mal gucken, was der Quattro oben so rausbläst. Zum Opus knapp bei 30 Grad. Hier auf der Seite sind die Ringkerne dran. Ja, knapp 31 Grad. Ja, man hört ja auch, die Lüfter laufen ordentlich. Heute bei mir ist angesagt Rasenmähen, weil die Platten ein bisschen eingewachsen sind. Das zeige ich euch gleich mal. Also wie gesagt, Rasenmähen ist angesagt. Hecke schneiden. Hier seht ihr schon selber, die Platten sind ein bisschen eingewachsen im unteren Bereich. Jetzt im Sommer ist es relativ unwichtig, sage ich mal. So viel Stromüberschuss, das reicht eigentlich vorne. Also, so viel Strom brauche ich gar nicht. Ihr seht jetzt selber, so sieht es vor den Platten aus an meiner Anlage, die jetzt hier unten steht. Es wird heute alles gemacht. Die ganzen Büsche müssen geschnitten werden. Ja, weil halt die ganze Woche arbeiten ist, ist da natürlich nicht viel Zeit für sowas. Das macht man dann am Wochenende. Meine 2 Tomatenpflanzen hier unter meiner Anlage mit den 2 Platten, denen scheinen sie wirklich echt gut zu gefallen. Die kriegen hier wirklich nicht viel Sonne ab. Sind dadurch natürlich ganz schön geschützt und sehen relativ gut aus. Die ersten Blütenstände hier oben kommen schon. Wie gesagt, die stehen halt nur in so einem Kübel. Machen sich aber nicht schlecht. Im Gegensatz zu den Pflanzen, die ich unten auf dem Boden stehen habe, sehen die richtig gut aus. Schwenken wir mal rüber. Den scheinen sie nicht so richtig zu gefallen. Die Blätter kein richtiges Grün. Keine Ahnung, was hier dieses Jahr los ist. Ach so, als kleine Zwischeninfo. Multibus 2 Geräte, die 48.500er sind, wie gesagt, noch eine Vorrohre reingekommen. Die haue ich jetzt gerade raus für 1.300 Euro mit dem Gesetz mit der Mehrwertsteuer. Also pro Gerät 1.300 Euro. Wer dann welche braucht, kann sich gerne bei mir melden. Ist noch ein ganzer Schwung da von ca. 20 Geräten. So, gehen wir jetzt mal bei mir rein in den Schuppen. Die Teichschuldanlage möchte ich auch mal wieder sauber machen. Irgendwie fehlt auch ein bisschen Wasser. Da scheint sich wo unten eine Pumpe zugesetzt zu haben. Hier sind meine Filterbürsten drin. Irgendwie ist jetzt zu wenig Wasserbewegung drin, finde ich.
Wollen wir mal nachgucken, was damit ist. Vermute mal ganz stark eine Pumpe wahrscheinlich irgendwie. Inzwischen sind wir schon bei 88% und laden 3600 Watt. Das seht ihr hier unten an der Anzeige. Klimaanlage werden wir langsam auch mit anschalten. Weil es ganz schön warm draußen. Die Laderegler machen 1580 und die Einspeiseanlage macht gerade 2860 Watt. Hier haben wir jetzt nochmal den Modulwechselrichter. Da warte ich jetzt noch auf zwei Platten. Dann gibt es hierfür auch wieder noch ein neues Video. Eingangsspannungsbereich liegen wir bei 60 Volt. Arbeitsbereich zwischen 25 und 60 Volt. Zwei Platten können angeschlossen werden, A 12 Ampere maximal. Arbeitsbereich 20 Grad minus bis 50 Grad plus. Wirkungsgrad 95% und IP67. Ihr habt hier links und rechts die Anschlüsse für die PV-Platten. WLAN-Antenne. Hier unten, wenn ihr mehrere Modulwechselrichter in Reihe schalten wollt, habt ihr links und rechts solche Verschraubungen. Wo der Strom dann weitergeleitet wird. Dann gibt es dazu noch ein bisschen Befestigungsmaterial. Natürlich Edelstahl. So, was haben wir jetzt hier noch? Das ist die kleine WLAN-Antenne, die völlig ausreicht. Und dann habt ihr hier ein schönes langes Kabel für die 230 Volt Versorgung. Auf der einen Seite einen normalen Stecker. Und auf der anderen Seite, wo der Modulwechselrichter angeschlossen wird, mit Gummidichtung, dreipolig, PE, L und N. Ja, so sieht das Ganze aus. Gibt es dann einen schönen Schaltplan dazu, wenn ihr mehrere Geräte in Reihe schalten wollt. Wie es angeschlossen wird, wie die Verschaltung ist. Ja. Und das Ganze natürlich auch fürs Internet auslesbar. Wenn man mal nicht zu Hause ist und sehr viel auf Arbeit ist, kann man auch von da aus mal gucken, was die Anlage so produziert. So, bis zum nächsten Video. Tschüss, sagt euch Ronny.